Finn Porat, Hertha BSC war sicherlich ein besonderes Auswärtsspiel. Große Kulisse, dramatischer Spielverlauf. Wirkt das Spiel noch so ein bisschen nach oder ist das abgehakt? Nö, das Spiel ist abgehakt eigentlich. Wir hatten eine lange Analyse über das Spiel, weil wir, glaube ich, viele Dinge besser machen müssen und auch wollen in den nächsten Wochen. War ein guter Punktgewinn am Ende noch und wir haben es aufgearbeitet, aber das ist jetzt abgehakt. Ja. Du hast den Punktgewinn angesprochen. War es mehr so, dass man gesagt hat, es ist ein Punkt, den man wirklich gewonnen hat, weil man spät den Ausgleich gemacht hat oder auch zwei verlorene Punkte eher, weil man ja viel mehr Ballbesitz hatte und eigentlich auch gut im Spiel war und der Spielverlauf eigentlich ein bisschen unglücklich war? Nee, ich würde schon als Punktgewinn sehen, weil wir hatten viel den Ball. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die sehr, sehr defensiv gespielt hat gegen uns. Das ist für jede Mannschaft, glaube ich, schwer, da viele Chancen rauszuspielen. Dann haben wir natürlich ein paar einfache Fehler gehabt, die zu Toren geführt haben. Das kann aber immer passieren, wenn man viel den Ball hat, dann macht man auch viele Fehler mit dem Ball. Aber das passiert im Fußball und dass wir hinten raus wieder rankommen, haben wir, glaube ich, schon oft bewiesen in dieser Saison und deswegen ist auf jeden Fall ein Punktgewinn. Es waren über 4.500 Holstein-Fans mit. Es war die größte, ja, Fanschar, die mit nach zum Auswärtsspiel gefahren ist. Hat euch das auch noch einen Push gegeben, gerade wenn man 2-0 hinten liegt, in so einem großen Stadion mit auch einer gewissen Fananzahl auf der anderen Seite? Ja, unglaublich. Also ich glaube, Hut ab, dass so viele es geschafft haben, an einem Freitagabend dahin zu kommen, ist ja auch nicht normal, weil die Anschlusszeit ja auch so ist, dass man nicht einfach von Kiel am Mittag losfahren kann, wenn man noch zu arbeiten hat. Aber Hut ab, dass alle da mitgekommen sind, hat uns einen riesen Push gegeben, war richtig geil. Jetzt hast du den Rückstand angesprochen. Ihr seid jetzt zweimal nacheinander in Rückstand geraten, gegen St. Pauli jetzt nicht für Punkte gereicht, jetzt wurdet ihr mit einem Punkt belohnt. Mhm. Was überwiegt dann, dass man eher sagt, geile Moral gezeigt oder eher, dass man denkt, ach, schon wieder in Rückstand geraten und das hätte man eigentlich besser machen können? Ja, ein bisschen beides. Also ein Rückstand ist nie schön, aber ich glaube, es zeigt halt auch einfach, nach dem Pauli-Spiel habe ich es auch angesprochen, dass genau das, was wir da gemacht haben in der zweiten Halbzeit, uns auch Punkte bringen wird in diesem Jahr. Das hat es dann direkt nächste Woche getan. Wir wollen nicht in Rückstand geraten und wissen, dass es besser sein muss, dann auch in der ersten Halbzeit. Aber ich habe, wie gesagt, die waren so defensiv eingestellt und dass du dann mal einen Fehler mit drin hast mit dem Ball, das ist normal. Aber ich glaube, vor der Mentalität, die wir da wieder gezeigt haben, kann man den Hut ziehen. Ja. Spielt das jetzt eine Rolle, dass man da zweimal zurücklag im letzten Spiel, beim nächsten Spiel? Geht man das irgendwie anders an, denkt jetzt irgendwie bloß nicht nochmal wieder in Rückstand geraten oder ist das gar kein Thema? Man geht so an wie also bisher? Für mich ist kein Thema. Ich glaube, wir bereiten uns immer gleich auf die Spiele vor. Ich hoffe, dass wir vielleicht diesmal das erste Tor schießen am Wochenende, aber wir bereiten uns jetzt nicht anders darauf vor, weil das kann immer mal passieren, dass man in Rückstand gerät am Fußball. Du hast gerade die Abläufe und dass man sich gleich vorbereitet angesprochen. Apropos Abläufe, hat sich bei dir irgendwas geändert? Du hast so viele Tore geschossen in der Saison wie bisher noch nie mit 4 Buden, hast 4 vorbereitet. Also es läuft sehr gut, bist torgefährlicher denn je. Wie kommt's? Einfach viel Training. Also es war immer was ich auch in meiner bis jetzigen Laufbahn, sag ich mal, immer hatte, dass ich eigentlich oft vielleicht nicht so schlecht gespielt habe, aber einfach nicht so viel dann vor dem Tor zu sehen war. Da arbeite ich schon jahrelang dran, dass es jetzt besser läuft. Das freut mich, aber das kann man halt auch immer nicht ganz beeinflussen, es sei denn, man trainiert hart dafür. Aber ich glaube, das machen wir alle, dass wir da in die Situation kommen. Ich versuche oft vorne vor dem Tor zu sein und wenn die Dinger dann kommen, versuche ich sie einzuschießen. Klappt ja auch nicht immer, ne? Ja. Aber ja, immerhin schon viermal. Aber öfter. Ja, aber generell läuft es ja sehr gut. Das kann man ja nicht bestreiten. Du hast seit Ende November in jedem Spiel auf dem Platz gestanden, immer mindestens 45 Minuten, oft über die volle Distanz. Mhm. Vorher war es im Anfang der Saison nicht immer so. Mhm. Wie kommt das? Ja, ich glaube, dass wir auch einfach einen richtig guten Kader haben. Ich glaube, dass wir zu jeder Phase der Saison immer auch wieder andere Spieler hatten, die einfach richtig gute Leistung gebracht haben. Und dann halt auch wieder Spieler, die hinten dran waren, die dann aber auch so im Training so gut waren, dass man hätte vielleicht sagen können, okay, die können auch spielen. Aber ich glaube, das macht uns die Saison einfach schon stark, dass wir so viele gute Spieler haben. Und wenn es dann bei dem einen oder anderen mal besser läuft, dann hat es auch damit zu tun, dass dahinter noch Jungs sind, die es auch verdient hätten und immer Druck machen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen vorausblicken, also man hatte in den letzten Wochen viele starke Gegner, nicht, dass es irgendwie groß schwache Gegner in der zweiten Liga gäbe, aber es kommt ein guter Gegner nach dem nächsten. Jetzt haben wir den KSC, der nur 1 der letzten 12 Spiele verloren hat. Zweitbeste Offensive.
übrigens auch der Club, gegen den du am häufigsten gespielt hast im Profifußball, 11 Mal. Oh, also, krass. Kleiner Side-Fact. Mhm. Von daher bist du ja der richtige Ansprechpartner. Was kommt da auf euch zu? Was erwartest du für einen Gegner? Ja, wie du schon gesagt hast, auch wieder ein richtig, richtig guter Gegner. Gute Spielphilosophie, guter Trainer, gute Mannschaft, super Spieler noch verpflichtet irgendwie. Also immer eine gute Mannschaft, immer wenn wir gegen sie spielen, ist es schwer. Auch einen richtig guten fußballerischen Ansatz. Ja, aber ich muss sagen, jede Woche sind die Mannschaften einfach gut, gegen die wir spielen. Garcia hat jetzt einen Lauf. Ich glaube, dass es dann halt auch wieder so ein Spiel auf Augenhöhe wahrscheinlich werden kann. Das wäre gut für uns, weil die gerade einen richtig guten Lauf haben und wir wollen natürlich versuchen, da mithalten zu können. Ja. Hat man das im Kopf, dass man denkt, okay, da kommt eine Mannschaft, die ist richtig im Flow, die hat die letzten Mal Spiele beide 4-0 gewonnen. Also, dass man irgendwie denkt, da muss man jetzt nochmal die Sinne besonders schärfen, oder? Ja, ich glaube, das motiviert mich oder uns, glaube ich, ein bisschen mehr einfach. Oder was heißt motiviert mehr, aber es ist halt einfach geil, wenn du gegen Mannschaften spielst, die richtig gut drauf sind, dann musst du erstmal beweisen, dass du dann da mithalten kannst. Und ich glaube, das ist das auch, warum wir vielleicht auch in den letzten Jahren immer wieder gegen richtig gute Mannschaften auch gut performt haben, weil ja, wir da den Anspruch haben, zu sagen, okay, wir sind auch gut und wir wollen es halt auch den guten Mannschaften zeigen. Und KSC ist eine von den super Mannschaften in dieser Liga irgendwie. Das jedes Jahr ist einfach spannende Spiele und ich glaube, wir wollen uns einfach beweisen, dass wir da mithalten können. Ja. Nicht nur ihr seid motiviert, die Fans auch. Die letzten 3 Heimspiele waren ausverkauft, jetzt sind auch schon wieder über 14.000 Tickets verkauft. Das heißt, es könnte auch wieder ausverkauft sein zum 4. Mal in Folge. Nehmt ihr das in der Stadt wahr, diese Stimmung, und was macht das mit euch? Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich in der Stadt ist immer irgendwie alles so super positiv, egal wer da auf einen zukommt, ob es der Bäcker ist, wo man das Brötchen holt am Morgen oder keine Ahnung, im Restaurant. Uns freut das, wir wissen aber auch, dass es halt mit Leistung auf Platz zu tun hat und nicht einfach so daherkommt, dass man irgendwie ja immer positiv behandelt wird, so, sondern wir wollen dafür arbeiten, dass es weiterhin so bleibt, dass das Stadion ausverkauft ist. Ich glaube, dann haben wir alle Spaß dran. Ja. Das hoffen wir auch und wünschen viel Erfolg am Samstag. Danke.